Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und der Typ ist wach. Weil er Hunger hat und aufs Klo muss. So, dann darfst du dich an der nachts um 2 Hähnchen-Asia-Pfanne bedienen. Und den Kochkanal schauen und das Bild schon mal verscherbeln. So, wir wollen ja reich werden und so, ne? Wir sind ja auf dem besten Wege. Ich meine, wir haben schon fett die Bude eingerichtet. Ich meine, wir haben ein fucking Klavierzimmer im Keller. Einfach so, weil wir es können. Und sogar ein Fitnessbereich. Und einfach eine ganze Vorratskammer, ja? Also, ich will ja nichts sagen, aber... So, der Doggy. Am Moon Essen geben. Oh. Amun wird ein dicker Hund, glaube ich. Sag mal, wovor hast du denn eigentlich immer Angst, Amun? Kannst du den bei den Doggy beruhigen? Die umarmen. Dann kannst du ja schon mal duschen und schlafen gehen. Damit da auch die restliche Isaiah macht eine Phase durch. Er wird sich bei jeder Gelegenheit ein Instrument schnappen, oft herumbrüllen und alle Radios voll aufdrehen. Warte mal, das steht doch hier irgendwo laut. Okay. Laut darf er sein. Toilette verwenden. Nachdenklich duschen. Beruhigender Kamillentee. Schön, dass er immer Kamillentees macht. Dann nimmst du dir mal hier so einen Pfannkuchen. Schaust den Kinderkanal. Und darfst dann Klavier üben. Ich finde diese fliegenden Sachen hier geil. Wenn man erstmal die Bretter hier nicht sieht, dass dann hier alles in der Luft einfach hängt. Ist komplett normal heutzutage. So, die ist jetzt auch wach. Streicheln, über Aufwecken belehren, Liebe spüren, loben. Dann gehst du mal aufs Klo, nimmst ein Bad mit Rosenblätter. Ach, sie muss auch erst morgen arbeiten. Und sie muss noch Videospiele spielen. Das kann sie hier oben machen. So. Sims Forever. Hillock 2. Das haben wir noch gar nicht irgendwie gehabt. Dann nehmen wir das mal. Gelangweilt. Neugierig auf Gruppen. Stimmt. So, er hat das Bild fertig gemalt. Dann darfst du es verkaufen. Er ist konzentriert. Das ist ja schön. Mathematisches Diagramm. Sehr konzentriert. Mal sehen, ob das jetzt so ein Bestseller wird. Ich finde geil, dass seine mathematischen Diagramme immer gleich aussehen. Vielleicht wird das ja schöner als die anderen beiden. Und die konzentrierte Atmosphäre ist nicht nur 6, sondern 598 oder so. Das macht keinen Sinn, aber egal. So, Frösche züchten. Machen wir jetzt ein Froschzimmer? Ja, wir machen ein Froschzimmer. So. Mal sehen, wann Livos das bemerkt. Was spielt sie da Geiles? Sie zerstört wieder irgendwas, ne? Ich meine, das würde ich auch 24/7 machen. Das sieht nach SimCity aus. Ja, das ist sehr hart, SimCity. Okay. Also ich spiele gern Spiele, wo man Sachen einfach zerstören darf, kann.
Level 5 der Logikfähigkeit. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man sowieso schon ein mathematisches Diagramm hier hat. Aber du musst das kurz unterbrechen und hierhin fliegen. Und deinen Bruder beim Klavierspielen fotografieren. Erstmal den Türknopf. Eigentlich müsste Danik noch Geige lernen und dann können die beiden Konzerte geben. Inspirierende Kunst. Ja, ja. So, du machst dein Diagramm jetzt aber weiter. So eine Geige haben wir hier aber eh gar nicht, oder? So. Isaiah am Klavier. Er hat ja hier schon schön Geige gespielt. Sie war ja hier fleißig dabei. Hier umarmt die sich so schön. Wir brauchen noch Bilder von Chihiro. So. Schön, dass die ja ständig Bekanntschaft mit den Katzen machen, die ja eh nicht mehr hier wohnen. So, dann trinkst du mal was. Wann musst du zur Arbeit in 2 Stunden? Sie zockt. Er pennt noch. Dann darfst du nachdenklich duschen und auch noch ein Gemälde anfertigen. Schadet ja nicht. So, und er darf noch weiter Klavier spielen. So, ich wollte ja noch was trinken, fällt mir so ein. Na. So, dann. Geh mal zur Schule. Er hat so tolle Manieren, er räumt ständig auf, aber wir haben extra eine Haushälterin dafür. Okay. Das mathematische Diagramm ist halt auch einfach nicht viel wert. Mach mal ein Pop-Art-Gemälde. Vielleicht ist das ja gut. Brand interessiert mich nicht. Ich finde schade, dass die eigentlich immer so denselben Pool an Gemälde haben, muss ich sagen. Das könnte man auch ein bisschen noch erweitern. So, du bist Streberkind. Gerade weil du ein Genie bist. Aber es wäre cool, wenn wir so eine Freundin hätten. Gut, er könnte sich mit dem Luis von Aya vielleicht mal anfreunden. Und mit dem spielen. Der müsste nämlich auch bald mal ein Kind sein. Was meint er denn da jetzt bitte? Der Besuch des Direx. Der Direx stattet der Klasse von Isaiah heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Isaiah sich entschieden, ihm mit irgendetwas zu beschießen. Soll er das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Wir ignorieren es. Isaiah heftet die Augen pflichtbewusst auf die Tafel und hofft, dass das Kind bald aufhört. Stattdessen feuert das Kind ein Papierkügelchen so fest ab, dass es vor den Füßen der Lehrerin landet. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Isaiah macht ein unschuldiges und konzentriertes Gesicht. Mensch, das war gut. Das sieht schon lustig aus, aber es passt irgendwie nicht in unser Haus. Deswegen werde ich es nicht. So, dann gehst du mal bitte zur Arbeit und du auch. Oh, er muss gar nicht arbeiten. Hungriger Künstler. Schmierer von Wasserfarben. Ich meine, das, was er hier so malt, sieht nicht aus wie Schmierer von Wasserfarben, aber ich sag dazu mal nichts. So, was hat er? Er geht jetzt bestimmt ein bisschen AA machen. Und der Gärtner war auch schon unterwegs. Nee, er muss pinkeln, der Hund, okay. Du kannst aber mal mit dem Hund joggen gehen.
freundlich. Spazieren gehen, joggen. Hör auf zu essen, ey. Immer denkt die nur ans Essen. Du bist Rentner, du brauchst nicht mehr so viele Kalorien. Du schläfst den halben Tag gefühlt sowieso nur noch. Der Hund dreht sich und hat eine Leine an, ey. Das ist ja geil, ey. Ja, ein bisschen Sport schadet nicht, ne? Und der Hund ist glücklich. Guckt euch mal an, wie glücklich der Hund dabei guckt. Ja, ein bisschen Training schadet ja nicht, ne? Mal schön mit dem Hund rausgehen. Er liest, aber er soll nicht lesen. Du kannst das verkaufen. Heutige Post. Rechnungen. 11.000, ey, krass. Aber das ist kein Problem. Wir können sie jetzt auch bezahlen. So. Jetzt müssen wir nur mal schnell wieder Gemälde malen. Ja, bald können wir ja eh wieder ernten und dann haben wir mal wieder Geld sicher. Und ganz zur Not können wir noch die 300 Gemälde verkaufen, die hier rumstehen. So, wir schauen mal, dass wir hier vielleicht sogar diesmal wieder mit 4 Parts auskommen in der Woche. Halt, stopp, du kannst nochmal mit dem Hund joggen gehen. Und dann möchte der Hund gebadet werden. Okay. Was auch immer. Verkaufen, verkaufen, mein Freund. Dann gehst du mal aufs Klo, nachdenklich duschen und dann kannst du mal Mittagessen servieren. Schöner Speck-Sandwich, ne? Speck-Sandwich. Weil dein Sohn kommt gleich von der Schule wieder. Dann macht er jetzt erstmal Hausaufgaben. So, er hat ein Projekt. Hausaufgaben machen. Das Projekt möchte Danik gerne mit seinem Bruder machen. Was hat er denn jetzt an? Er ist jetzt Einserschüler, perfekt. Okay, dann gehst du jetzt mal hier hin. Digge, ach so, sie badet den ja erstmal. Ach ja. Das schmeißen wir schon mal in Müll. Beeil dich mal, Alter. Ach, er ist fertig jetzt mit seinen Hausaufgaben, oder? Ja, super. Zusatzaufgaben? So, vom Streber muss man auch mal ein Foto machen. Jetzt hör auf zu essen und mach ein Foto, ey. Meine Güte. So, du darfst hier schon mal ein Gericht nehmen. So. Jetzt darfst du weiter essen.
So, Danik ist noch entspannt auf der Arbeit. So, Ramen. Isaiah bei den Zusatzaufgaben. War damals auch so ein Mathe-Streber. Das kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, ich weiß. Amun hat Hunger. Ja, dann soll er doch was essen gehen. Für gute Noten loben, kann man ja mal machen. Du kannst dich hier hinsetzen. Mit deinem schicken Outfit. Darfst was trinken. Tag verschönern. Und so. Familie am Essenstisch. Das hat man auch schon lange nicht mehr gehabt. So. Lustige Gesichter schneiden. Du brauchst deinen Vater, glaube ich, nicht um Hilfe bitten. Begrüßungskomitee. Über Bruchrechnung reden. Ich glaube, dein Vater wird nach alt sein. Fragen ist auch geil. Wird nicht in der Lage sein, deine Aufgaben irgendwann noch zu lösen, glaube ich. Du kannst deinen Bruder fragen. Das war auch so ein Streberkind, aber... So, nach alt sein fragen. Das ist geil, Alter. So, dann packen wir das mal in den Kühlschrank. Du darfst ihn umarmen und mit ihm spielen. Und dann darfst du nachdenklich duschen. Und dann kannst du mal das ernten. Und dann werden wir die mal düngen. Isaiah hat die Zusatzprüfung erledigt, das ist schön. Dann die Warteschlange voll. Dann nimmst du dir mal so ein schönes Sandwich. Darfst jetzt den Kinderkanal dazu schauen. Weil du so brav bist und die Hausaufgaben machst und so. Da darf man sich mal gönnen. Und dann gehst du mal hier aufs Klo. Nachdenklich duschen. Jetzt, das kannst du auch in deiner Etage machen. Ich bin schon hier. So. Nein, jetzt haben wir gar nicht darauf geachtet, dass er seine Hausaufgaben... Oh nein. Auf Sympedia recherchieren. Mach das mal. So. Jetzt haben wir gar nicht darauf geachtet, dass er die Hausaufgaben konzentriert macht. Aber egal. Nachdenklich duschen. Nee, ich möchte nicht mit Aya abhängen, ehrlich gesagt. Also möchte ich schon mal wieder, aber nicht jetzt. Dunkle Meditation. Und dann darfst du das Bild weitermalen. Was bestimmt ziemlich hässlich sein wird und so, aber egal. Malt er denn geiles? Oh, das sieht ja heftig geil aus. Okay. Wo kann man das jetzt hinhängen, ist die Frage. Wir hängen es dahin. Okay. Damit der das nicht unterbricht zwischendurch. Ach so, sie sollte ja düngen, ne? Düngen mit Drachenfrucht. Ich finde das ja einfach immer noch kannibalisch, mit der eigenen Frucht die Frucht zu düngen. Aber gut. So. Krasny. Aya fragt sich, ob ich sie irgendwo treffen möchte. Ja, aber nicht heute. Wir können sie ja morgen besuchen gehen. So, wir gehen jetzt mal in die Kunstgalerie verkaufen. Sehr schön. Dann darfst du jetzt realistisches Gemälde malen.
darfst nach dem Spiel noch ein bisschen, darfst du dann schlafen gehen. So, hat sie das jetzt gedüngt alles? Ja, ne? So, düngen. Kommen da bestimmt schönere Früchte raus. Jetzt stellt sie hier das Glas bei Livos ab. Dann darfst du mit ihm einen kurzen Spaziergang nochmal machen. Du darfst auch aufs Klo gehen und schlafen gehen. Und wo latscht ihr so lang? Sag bloß, das war's schon. Gehst du jetzt auch weiter? Sie sieht voll motiviert dabei aus, ey. Sie sieht irgendwie ein bisschen geistesabwesend aus, finde ich. Und der Hund ist Feuer und Flamme und sie. Okay, kurzen Spaziergang nenne ich das jetzt aber nicht. Wie sieht dann der lange Spaziergang aus? Wahrscheinlich geht sie jetzt nach Hause. Er malt schon hier unten. Ja, du kannst jetzt mal schlafen gehen. So langsam. Er hat ja oben ein Bild gemalt. Diese komische Frau. Ja, wir verkaufen die mal. Hört er jetzt auf mit dem Bild malen, wenn wir ertrinken? Nein, tut er nicht. Gut. Sag mal, wie lange willst du denn noch mit dem A? Nach Hause zurückkehren, das ist gut. So, Spaziergänge halten ja fit und gesund. Ne? Da überlebt er. Der Sim bestimmt noch ein bisschen, hoffentlich. Wow, ey, dieses Bild ist grandios. Sag mal, Hund, was willst du eigentlich? Du bist gerade voll durch die Prärie gelatscht. Okay, das ist halt wirklich immer ein bisschen. Also nervig würde ich es jetzt nicht nennen, aber aufhaltend, dass der nachts nicht mehr schlafen muss. Ja, verkauf mal deinen Kram, was du da gemalt hast. Dann trinkst du noch mal was. Ich rede mit dem Hund, der gerade weggerannt ist, ist auch kein Problem. Ich freue mich schon, wenn wir das, wenn wir die Staffelei kaufen dürfen, die in der Malerkarriere dann zu haben ist. Das kann man auch machen. Wir spielen ja sämtliche Karrieren durch, um die ganzen Möbel kaufen zu können. Isaiah kann ja so ein Karriere-Switcher werden, dass der alle möglichen Karrieren erstmal machen möchte. So ein Universalgelehrter gibt es ja, glaube ich. Das würde bestimmt passen. Was stimmt denn nicht? Er ist einfach wach. Wo ist er denn? Da. Ich übersehe den einfach. Ist kein Problem. Aber heute muss der Gute zur Arbeit. Aber Gemälde hat er ja schon gemalt. Sag mal, wie langsam isst du denn bitte? Ey, dein Hunger geht ja gar nicht hoch. Du bist zwar Rentner, aber so langsam musst du jetzt auch nicht sein.
Mal diese langsamen Rentner hier, meine Herren. Komm, dann kannst du mal aufräumen. Kannst auch mal aufräumen. Dann kannst du dich schon mal vorbereiten, um zu malen. Bondi? Er macht da irgendeine Oh, Kritzelei, die wahrscheinlich wieder ein welcome bisschen was aboard. wert sein wird. Du darfst eine Morgenbadewanne nehmen. Boah, ich liebe Morgenbadewannen. Das habe ich früher mal gern gemacht. Jetzt geht das ja schlecht in meiner Wohnung. Aber ich bin ja guter Dinge mit der Ausbildung und so, dass ich dann auch irgendwie dann mal meine größere Wohnung irgendwann mal beziehen kann. Ich weiß ja nicht, wie alt die Kaninchen werden, aber ich tippe mal, weil Lenny ist ja schon 4 und Sora 3. Die wären jetzt ja auch nicht 20, leider. Danik hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Geh es verkaufen. 627. Wenn wir jetzt ein klassisches Meisterwerk fertiggestellt hätten, wäre das 3000 irgendwas wert, ne? Aber nein. Er kann ja noch mal ein Selfie machen, oder? Sieht immer so komisch aus, die Selfies. Sehen die eigentlich immer gleich auch aus auf den Selfies, was die da machen? Oh, jetzt. Schwelbi. Wow, Pelkagenoi. Warte, geh mal Jetzt. hier hin. Bin ich Katz? Und dann gehst du mal Oh, hier hin. Septim. Und jetzt machst du mal ein Selfie und dann hast du ja das so im Hintergrund. Das sieht, glaube ich, besser aus. Deine Augen sehen ein bisschen komisch aus, aber egal. So. Und das kommt hier in die Familienecke. Nein, jetzt. Oh Gott. Oh nein. Da habe ich das schöne Selfie verkauft. Super. Nochmal. Der denkt sich auch, was habe ich für komische Anwandlungen in meinem Leben bisher so. Jetzt guckt er wieder so blöd. Das ist auch geil, das ist gut. Rede ich mal nach hier. Jetzt mal hier so hin. Das ist noch besser. Ich bin begeistert. Okay, dann mal weiter. Du musst jetzt ja nicht 100 Millionen Selfies machen. Nein! Oh mein Gott! Okay, dann verkaufen wir das. Hat er die ganzen verkauft, Alter? Ich glaub's nicht. Okay. Danik. Genau das ist jetzt noch da, alles klar. Ja, selbstsicher. Das ist schön. Ja, du musst jetzt zur Schule, ne, Isaiah? Hör mal auf hier. Er guckt auch fern. Ist gut. So. Malst du mal ein klassisches Gemälde? Nein, er geht zur Arbeit. Okay, dann musst du jetzt auch zur Arbeit. So, und du darfst mal aufstehen, ein Schaumbad nehmen. Und einen Pfannkuchen essen.
Und dann schaust du dir eine Romanze an oder so, keine Ahnung. Was man halt so macht, ne? Ja. So, dann werde ich das Froschzimmer da oben nochmal fortführen. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.